YouTube! Es wird Zeit für Indie-Horror und diesmal bin ich nicht alleine unterwegs, denn wir spielen gemeinsam hier einen richtigen Koop-Horror-Geheimtipp. In-Out, ein sehr geiles Spiel, hat sehr viel Spaß gemacht, kann man alleine spielen oder mit bis zu 4 Spielern. Sehr geil. Wenn ihr mich ein wenig supporten wollt, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da und ganz wichtig natürlich ein Kommentar, denn ihr wisst ja, die Bots, die kontrollieren mittlerweile YouTube und eure Kommentare sind eben die Energie, die ich brauche, um diese großartigen Videos für euch da draußen machen zu können. Vielleicht ein Hashtag, wir nehmen Hashtag Kinder. Ihr wisst bald warum. Seid gespannt. Auf geht's. Da hast du absolut recht. Ich habe noch eine Geschichte. Ja, ich habe damals, habe ich einen Sohn gehabt. Der ist mir gegeben worden von einem Dämonen. Okay. Und den habe ich damals, in einem Kinderwagen durch den Park geschoben, bis der plötzlich explodiert ist. Das bedeutet, ich habe auch Erfahrung mit übernatürlichen und vor allem dämonischen Dingen. Also du hattest einen Sohn? Der ist dann explodiert. Der war einfach so da. Der war einfach so da. Genau, ein Dämon kam rein, hat mir den gegeben. Der hatte so gelbe Augen. Und dann habe ich gedacht, ey, cool, danke. Ich dachte, es wäre Halloween oder so. Und jemand hat mir seinen Sohn geschenkt. Naja, auf jeden Fall habe ich dann den in einem Kinderwagen geschoben. Und dann ist er einfach im Park explodiert. Deshalb, ich habe Erfahrung mit dämonischen Dingen. War das ein christlicher Park? Nein. Nee, okay, alles klar. Gut, dann mach mal ready. Vielleicht war es auch einfach nur eine Bombe. Ja, also auch hallo an meine Freunde hier, aber ich bin sehr gespannt. Du hast mir das Spiel ja geschickt und es sah ganz gut aus. Ich glaube, es ist so ein typisches Vierspieler-Horror-Game. Kies und ich, wir gucken da mal einfach mal rein. Difficulty normal, oder? Ich bin Marc, du bist... Amanda. Eine Sache wollte ich, deshalb habe ich vorhin noch eben aufgehört zu reden. Guck mal ganz unten links dahin, da sitzt so ein kleines Kind mit 3 Gesichtern. War es das Kind? Siehst du das? Ja, sah es so aus, dein Kind, das du durch den Park geschoben hast? Ja, das ist Tom, mein Sohn. Ich glaube, er ist ein Mädchen, aber na gut. Nein? Okay, Abfahrt. Also, wir haben hier so ein typisches Vier-Spieler-Horrorspiel, das hast du schon richtig erkannt. Und ich glaube, es ist so ein Spiel, was zu zweit bockschwer ist, aber zu viert irgendwie einfach. Perfekt, dass wir es dann zu zweit spielen, oder? Ja. Wir haben halt nicht mehr Freunde, ist halt leider so. Ja, wer Bomben durch den Park schiebt, der hat nicht so viele Freunde. Ach so, ja, Kies, so an meine Leute. Ich bin zu Hause, weil alle um mich rum Corona haben und bevor ich im Büro jemanden anstecke, bin ich zu Hause. Ja, und ich bin auch zu Hause, weil... Na, eigentlich ja nicht. Ich bin ja im Büro, stimmt. Ich komme mir immer wie so ein Zuhause vor. Du hast ein Büro? Ich habe ein Büro, ja. Ich arbeite nicht zu Hause. Erfolgreich. Ja, du hast doch auch ein Büro. Ja, aber das ist ja nicht meins. Ja, ich habe mein eigenes. Mit Whirlpool-Badewanne. Whirlpool-Badewanne? Ja. For real? Ja, wirklich jetzt. Hä, warum? Naja, ist ja das der Hammer, ist halt Alter. Hier integriert ins Büro. steuerlich absetzbar. Okay, was ist unser Ziel? Oben rechts. Find the basement key, open the execution room, get runes? Ich habe schon mal den Basement gefunden. Okay, jetzt brauchen wir nur einen Schlüssel. Vielleicht kann man hier rein? Nee, da brauchst du Main Door Key. Ich hab schon so ein Kreuz, du auch? Ich kann jetzt schon abjesusen. Weiche, Sterzig! Weiche! Hey, come here. Over here. Wie geht das? This way. Over here. Riech an meinem Kreuz. Hey, come here. This way. Auf 3, glaube ich. Nee, auf 4. Look at this. Come on. Aber es sieht optisch schon ganz gut aus. Hey, come here. Es sieht, to be honest, nicht scheiße aus. Also, ich hab schon echt viel Schlimmeres gesehen. Was ist das da hinten? Das ist, glaube ich, ein Opferschrein. Naja, hier müssen wir irgendwas machen. Moin. Komm, hier ist so eine Blutrinne. Du musst irgendwas ausbluten lassen hier. Es ist nicht nur so eine Blutrinne, es ist auch so eine Sense in der Mitte drauf. Ja, hier müssen wir auf jeden Fall irgendwas opfern. Aber wo finden wir den Schlüssel? Naja, wir müssen jetzt einfach erstmal absuchen nach dem Basement Key. Ich kann mir vorstellen, dass der irgendwo hier draußen liegen muss, oder? Guck mal, du siehst ja auch links oben dein Gehirn. Ne? Du bist bei 100%. Also anscheinend wird man auch wahnsinnig so nach und nach. Das werde ich so oder so. Ja, klar. Ja, das weiß ich. Ah, Kies, hör mal. Was ist das denn hier für ein Schuppen? Wann lädst du mich eigentlich mal zu dir zum Essen ein? Am 18. bekomme ich meine Photovoltaikanlage aufs Dach und dann bin ich fertig dieses Jahr mit Handwerkarbeiten. Und dann komm ich kannst zu Weihnachten du kommen. Vorbei, ne? Dann kannst du kommen. Guck mal, hier ist was. Wo bist du? Unser Team hat den Ort betreten. Eine abgelegene Mansion.
wie du da stehst. Ich lese. Come on. Da steht aber nichts Link drauf. Ja, Kreuz, hast du mal eins geschnappt? Ja, gut. Dann sag ich sogar zwei. Kann man zwei mitnehmen? Guck, guck mal, wie man da steht. Wenn man wie man echt übertrieben dieses Kreuz rausstreckt, ist der Hammer. Ich hab Kinderlachen vernommen. Das war mein Sohn. Der kleine Bombenboy, ne? Ja, Bombenboy. Kommen wir hier rein? Warte, hier liegt was. Oh, was war Pillen? Das? Pillen. So. Und wir brauchen Runen. Wir müssen irgendwelche Puppenkäfige öffnen. Und dann Rituale performen. Ich habe keine Ahnung, wo der Kellerschlüssel ist. Aber er muss, also ich bin mir sehr sicher, der muss einfach irgendwo am Start liegen. Wahrscheinlich, guck mal, hier liegen auch so Klötze rum, so Spielklötze mit Buchstaben drauf. Bestimmt auch irgendwas Wichtiges. Ist hier wieder der Basement-Key. Hier, können wir hier rein? Nee, dafür brauchen wir den Mansion-Key. Was ist das denn hier? Ein Foto. Das ist ein Bild von den Bob Zeiten. Lewis. Guck mal, was ist das denn hier? Komm mal her. Ja, ich bin da hier. Achso, du bist schon rein. Ja, ich stehe direkt vor. Hier. Ja! Basement Key, Abfahrt. Warte mal, hier steht irgendwas wieder. Der kleine Sohn Joseph. Auf K kann ich meine Keys sehen, okay. Der hatte hier einen jungen Joseph, der hatte gesundheitliche Probleme und jeden Tag hatte er Angst um sein Leben gehabt. Oh. In der Bücherei hat er irgendwie ein altes Buch mit geheimer, dunkler Magie gefunden, wie es halt so ist, ne? Und dann hat er den Dämon Samuel beschworen. Warum hängst du in meinem Gesicht rum? Ey, ich kann das nicht weglegen, solange du in meinem Gesicht hängst. Also wir müssen auf jeden Fall in die Bibliothek, da gibt's ein Buch für okkulte Riten. Okay. Und damit müssen wir deinen kleinen Bombenboy wiederbeleben. Aber wahrscheinlich durch den Keller, ne? Durch den Keller, klar. Wir haben ja jetzt einen Kellerschlüssel. So, ich knack auf. Oder du. Moin. Ey, Kies, ich hab voll Angst. Hast du wirklich ein bisschen Angst? Ich weiß nicht, man wird irgendwann ein bisschen abgestumpft, ne? Irgendwie schon, ne? Ja, irgendwann fühlt man auch einfach nichts mehr. Ich fühle gar nichts mehr. Mein Herz ist schwarz, sag ich dir. Find the Execution Room. Wow, okay, ich hab was gefühlt. Hast du gesehen? Ich auch. Hast du es gesehen? Nee, ich hab's nur gehört. Ah, das war irgend so ein Bengel in einem Kinderwagen, der explodiert ist. Ja, Tom, Alter. Alter, er hat auch immer andere Namen, ne? Guck mal, es hat direkt mir meine Gesundheit abgezogen. Guck mal, da ist der Kinderwagen hier drüben. Ja. So sah er danach aus, ne? Und da ist halt auch das übrig gebliebene Gulasch. Okay, du hast den Victims Room Key. Hast du aufgehoben. Oh, guck mal, hier unten verliere ich aber auch Sanity, ne? Echt? Ich gar nicht. Mhm. Ich habe 100 noch. Ja, weil dein Kind mir ins Gesicht gespratzt ist. Ey, lass Tom aus dem Spiel. 88, ey, es nimmt immer weiter ab, bei dir nicht? Ah, doch jetzt. Jetzt habe ich 98. Ich baue richtig schnell geistig ab, wie im echten Leben. Ey, es ist so das Ding. Oh! Oh! Oh, nein, das kann ich mitnehmen. Ey, lass das. Jetzt hast du so einen Sack in der Hand. Guck mal nach unten. Was? Echt jetzt? Guck mal, so ein Sack. Siehst du es? Ja, so ein schöner. Wie hat er das da reinbekommen? So ein kleiner Fleischsack. Was müssen wir damit machen? Bestimmt irgendwas Ritualmäßiges. Ja, das müssen wir kleinen Tom wieder zusammensetzen oder so. Mit Uhu. Also unser zweites Hauptziel ist es ja auch, den Execution Room zu öffnen. Oh, hi. Ja, was habe ich denn für einen Schlüssel gesammelt? Den Victims Room Key. Auf K kannst du deine Schlüssel überprüfen. Ah, Basement und Victims. Yes. Guck mal, hier geht's nach oben. Na, lass mal nach oben gehen. Moin. Guck mal, ist doch easy. Aber es ist echt mal im Vergleich ein echt schönes Spiel, ne? Also es ist echt nicht auch hässlich. Detailreich und... Oh! Hast du dein Kreuz hier wieder liegen lassen? Guck mal, wie er ganz clean erst ist und dann wird er blutig. Oh mein Gott! Junge, guck mal näher an, Alter. Er ist gefüllt mit Gulasch einfach. Den hat man ausgehüllt und mit Tom gefüllt.
Komm, Laterne. Okay. Ich habe noch einen Schlüssel gefunden. Kitchen. Okay, Kitchen Key. Main Door Key. 78, ne? Also bei mir. Warte, hier sind Sanity Pills, wenn du brauchst. Ich hab auch welche. Aber ich weiß okay. halt nicht, ab wann man die nimmt. Zwar 50 ja, vielleicht? Nimm. Bah, Alter. What the fuck? Ey, pass mal auf, junge Dame. Wenn du die anguckst, dann rauscht aber auch die Sanity weg. Nee. Wie können wir die denn retten? Nein, naja, ich will sie. Oh mein Gott, Bro. Die ist aber schon irgendwie süß. Ich finde die schrecklich, bin ich ehrlich. Ach, voll niedlich, die kleine Göre. Oh, die kleine Bratze. Die musst du aufpassen, die kannst du durchfallen. Main Door Key. Nice, oh, wir können jetzt erstmal raus. Living Room Key. Wo bist denn du? Bei der Bratze gleich wieder. Okay. Hier. Ja, komm mal mit. Lass erstmal raus hier. Oder aufknacken. Bam. So. Ja, aber hier ist jetzt der Ritualklotz, ne? Ja, ja, aber das ist ja gut zu wissen. Wenn wir hier aus der Main Door gehen, Ritualklotz. Okay. Verlieren wir hier draußen keine Sanity? Ich glaube, draußen verlieren wir keine Sanity, ja. Eine Küche ist ja eigentlich immer unten. Lass mal eine Küche suchen. Ist das eine Küche? Ja, es ist so ein Wohnzimmer. Das Haus schon ganz schön groß, ne? Junge, Living Room. Das ist mein Büro. Glaub ich dir sofort. Living Room, ne, hier ist alles Living Room. Guck mal, ich finde überall diese Würfel. Aber die können auch irgendwas bedeuten, oder? Die können vielleicht später irgendwas bedeuten. Also anscheinend müssen wir jetzt erstmal die Küche finden. Living Room. Küche. Ne, das ist so ein Esszimmer, Alter. Gulasch. Ja, aber da muss ja jetzt die Küche in der Nähe sein. Ja, hier. Das ist eine Küche. Hier ist ein Medkit. Oh, ist das eine schöne Küche. Hier liegt bestimmt einiges Leckeres. Geht so. Hier ist eigentlich gar nichts, ne? Nee, das ist irgendwie eine richtig... Also für das Haus, bin ich ehrlich, eine enttäuschende Küche. Wow, aber hier ist schon wieder so ein Girl. Ist hier noch eins? Wo? Ja, hier irgendwo drin. Ja, true. Hey, meine Ziegel sind verschwunden. Ah, jetzt. Nee, ja, wir müssen immer noch in diesen... In diesen einen Raum. Wir müssen irgendwo hier einen Schlüssel finden. Execution Room, ne? Ja, da müssen wir immer noch hin. Okay, machen wir eigentlich den Victim Key eingesetzt? Nee, ne? Nee. Nee, ich wüsste nicht wo. Wir können halt nach oben. Ja, wir waren noch nicht oben, stimmt. Ja, lass uns nach oben. Du gehst vor. Nee, warte mal. Ups, ich habe aus Versehen meinen Kreuz vergessen. Ist noch ein Medikit und was habe ich da gefunden? Benzin oder sowas? Oder Bleiche? Jo, keine Ahnung. Einfach so ein Kanister in der Hand. Kanister Milch habe ich gefunden. Brecheisen. Brecheisen? Hier ist gut. Victim Room. Oh mein Gott. Wie? Junge, was ist mit denen? Guck mal hier, die Toilette. Wie in meinem Büro. Das ist, du hast mir eben erzählt, dass du Durchfall hattest, ne? Ja, schön, dass du das sowas merkst. Na, ich erinnere mich auch an genommen. Details. Und wie viel haben die gebracht? Voll wieder, ich war schon bei 50. Okay, ich warte nochmal. Hallo? Hier sind nochmal Pillen, nochmal Medkit. Hast du noch irgendwo einen Schlüssel gesehen? Ja, ich habe das Medkit mal mitgenommen. Ah, guck mal. Nee, also Schlüssel... Oh. Hä? Wo bist du? Hier, direkt bei der Puppe noch. Gegenüber. Oh. Ich kann das jetzt aufstemmen. Ach, guck mal. Ja. Hier ist jemand gestorben. Locked outside. Ja, ich frage mich halt, für was ist die Milch wichtig? Ich glaube, es ist eher Benzin. Ah! Schön, aha. Ja, jetzt kann ich hier schon mal die ganzen Türen aufhebeln. Das wäre jetzt schon mal möglich. Guck mal, hier habe ich immer... Was ist das? Oh. Hast du gerade mitbekommen? Warte, was ist das? Ist hier jemand? Nee. Wow. Ja, aber hier, meine Taschenlampe spinnt. Nein. Das bedeutet den Spielen eigentlich immer nur, dass nichts ist. Ich weiß nicht. Angeblich treibt sich ja irgend so ein Geist... Nein. Da drüben läuft doch jemand. Geh mal hin, frag mal nach. Ey, frag mal nach dem Schlüssel. Geh du hin. Wieso ich? Du bist doch der mit der geistigen Gesundheit. Ich hab auch nur noch 60%. Reicht.
Entschuldigen Sie. Ist hier noch jemand? Hier unten. Mama? Entschuldigen Sie, Frau Sterzig. Ah! Oh Gott! Oh mein Gott! Hast du es gerade gesehen? Nein! Alter, ich bin bei 8%. Die hat mich ausgesaugt. Mama Sterzig, aber wir kennen uns doch gar nicht richtig. Frau Sterzig, bitte. Ich brauche Pillen. Wo sind hier Pillen? Hier lagen doch irgendwo noch Pillen. Hier ist ein Medikit. Also ich habe noch welche, aber die brauche ich ja auch gleich, ne? Ich habe gefunden. Okay. Boah, 50 geben die. Die geben immer 50. Okay, näher dich nicht dieser Dame. Hey, ich näher mich meiner Mama, wie nur es will. Na, warte mal ab, wenn sie dich anpackt. Okay, jetzt noch eine Brechstange. Groß. Ja, hier drüben ist auch noch was zum Aufknacken. Ich habe einen Fuß gefunden. Oh, guck mal hier. Ich habe noch ein Kind gefunden. Oh, schön. Und nochmal Benzin. Open Execution Room. Das ist jetzt erstmal wahrscheinlich unsere... Naja, das müssen wir machen. Danach brauchen wir Runen. Was ist das denn hier? Ah, ich habe auch nochmal Benzin gefunden. Ich habe irgendeine Falle aktiviert. Kies, ich würde mich gerne mit dir wieder chillen. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Kies. Oh mein Gott! Sterzig! Ja? Bei mir ist ein Killer. Ja, ja, ja. Bist du da drüben? Ja, ich renn grad vor ihm weg. Panisch. Ich bin unten. Ich glaube, ich hab's geschafft. Du bist unten? Ja. Und ich suche jetzt diese eine Tür. Hä? Hier liegt eine Bärenfalle rum. Oh mein Gott. Hier liegt einfach mal eine Bärenfalle rum. Vorsicht. Okay, Kies. Ich bin unten, ne? Haben wir den Execution Room Key? Nee. Okay, aber weil hier oben ist noch ein Dach. Hier oben ist noch ein Dachboden. Ja, ich bin hier oben! Da Kies. Geh mal hin. Kies! Was ist da oben? Was ist da oben? Du sollst da oben gucken, ein Stück Scheiße, hier oben! Ja. Komm hoch. Aber ich flieg grad vor deiner Mama. Nein, das ist nicht meine Mama. Du hast gesagt, die sieht. Du erkennst irgendwie deine Mutter darin, dass du. Das war deine Nummer. Ja, aber der Killer da, der. Das war nicht meine Mama. Attic Key. Okay, wir brauchen den Attic Key auch noch. Scheiße. Ich sag ja, wir haben doch diese Brechstange gefunden in dem Victims Room. Und ich wette, wir müssen jetzt einfach alles aufhebeln, was wir so finden. Hier liegt noch ein Schlüssel rum. Oh lol. Da ist er. Ja. Ja, okay, dann perfekt. Ja, God bless, haben wir den jetzt gefunden. Wo war der Keller? Okay, hier runter. Gerade stand ich noch vom Keller. Wow. Was zum... Wo bist du? Oh, nee, wir müssen hier weg. Das lockt den Killer an. Oh mein Gott, schau dir mal den Raum hier an. Sieht aus wie dein altes Kinderzimmer. Das ist mein altes Wir müssen übrigens schnell hier weg, weil der Killer kommt. Echt, er kommt, das denn? Er kommt. Nimm Sterzig! Kies, du bist das Handtuch. Ich bin das Handtuch. Ich verstecke mich hier hinterm Handtuch. Aber scheint zu funktionieren. Unfair. Guck mal, da liegt irgendwie ein alter Pansen im Waschbecken. Ey, gieß 10 Euro, wenn du isst. Okay. Okay, warte mal. Das sieht doch gut aus hier. Ich glaube, ich seine Schritte gerade gehört. Guck mal, hier unten ist so eine Stolperfalle. Kann man die irgendwie deaktivieren? Er war auf jeden Fall hier. Oh, hier geht's in den Keller. Okay, geil. Oh, halt's Maul, Kind. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo? 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 Kies! Kies! Mach zu, mach die Tür zu, mach doch die Tür zu, wo bist du hin? Stetzi, wo bist du hin? Ich bin tot. Warte, Rob zu mir. Oh. Kies! 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 Und wie war's? Er hat mich abgelegt. Oh. Okay, knack auf hier bitte. Okay, was müssen wir hier machen? Oh Gott. Ruhen finden oder sowas, ne? So, nee, jetzt gucken wir erstmal genau, was wir hier machen müssen. Ich habe nämlich auch keine Ahnung. Als nächstes, wir haben halt diese... Uff, was ist das denn hier? Der Grinder. Wo bist du? Wie abartig. Hier, ich bin in so einem Grinder-Room. Auch hier mal noch in dieser Area. Sterzig? Ja? Wo bist du? Ich bin...
einfach nur einen Raum weitergegangen, aber ich hatte dich voll verloren. Ich bin wieder da, wo du gestorben bist, quasi. Ah. Ich bin beim Kinderwagen, wo das Gulasch deines Sohnes drin ist. Moin. Oh, Scheiße, weg hier. Mach zu. Weg hier. Guck mal hier, also, geh mal hier rein. Das Mann? Ja. Ja, hier, ohne. Ich glaube, hier müssen wir die ganzen Leichenteile reinhauen. Denkst du echt? Genau. Ich glaube ja. Ich glaube, aber wir jetzt müssen ist ja hier die Leichenteile rein uns. Ja, das ist halt die Frage, was damit gemeint ist. Da bin ich mir auch nicht sicher. Ja, wie kann man was reinhauen? Komm, setz dich doch erstmal. Soll ich mal reinspringen? Nee, setz dich doch erstmal hier. Ja. Au! Oh shit, der kommt. Kann man die ausmachen? Ja. Ich habe ein Kreuz dabei, das hilft. Wirklich? Ich glaube nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Aber für mein mentales Wohlbefinden. Hier ist noch ein Kreuz. Ich bräuchte halt ein paar Pillen, ich bin bei 11. Ich frage mich halt, was passiert, wenn ich bei 0 bin. Drehe ich dann komplett durch? Ich habe halt jetzt hier so einen Kanister. Such doch, wir suchen... Oh, hier geht's raus, guck mal. Oh. Ja, frische Luft, das tut gut. Soll ich mal ein Leichenteil holen? Aber wir sollen ja Runen finden. Nee, ich habe hier einen Schalter an der Wand gefunden, damit können wir es aktivieren. Okay, warte mal, ich hole mal ein Leichenteil, ne? Ja. Ich warte hier. Ich hab doch irgendwo einen Fuß. Irgendwo war doch ein Fuß. Ja, der lag hier irgendwo rum, den habe ich auch eben noch gesehen. Oder das Bein, to be honest. Boah, der macht überall Fallen hin, ne? Ja, ich bin auch schon hier am auf dem Boden gucken. Ich bin bei 5%. Das gibt's nicht. Ich finde einfach keine... Wieder tot! Ich habe einen Schlüssel gefunden, Dachbodenschlüssel! Oh, Kies! Überlebe! Oh, ich überlebe. Oh mein Gott, Kies. Ich will doch alles nicht mehr. Du musst jetzt überleben. Oh, Kies. Was eine Scheiße, Mann. Das Bein ist auf jeden Fall hier oben, oder? Nein. Das Bein ist hier unten auch im Erdgeschoss oder im Keller. Wo war der Kopf? Der Kopf war im Erdgeschoss bei den Treppen und so, auf einem Tisch, auf einem Beistelltisch. Okay. Medikit. Ich habe nochmal eine Tür gefunden, die man aufbrechen muss. Boah, Alter, was für ein Raum. Igitt. Ich finde... Okay, ich habe das Bein nicht. Ja, ich hab den Kopf. Nice. Geil. Dann auch wieder nach unten. Bin da. Ja, ich hab einfach eine... Oh Gott, ich habe mich kurz ein bisschen erschrocken, muss ich sagen, aber alles gut. Wo müssen wir hin? Hier, ne? Ja, hier lang. Hier steht Yes, Pain. Bah! Aha. Moment, das, ach, sind das Runen? Das sind Runes. Okay, hätte ich jetzt auch nicht so interpretiert. Leichenteile als Runen. Haben wir irgendwo anders noch Leichenteile gesehen? Ja, wir haben noch einen Fuß, habe ich irgendwo gesehen. Hier geht's ja nach draußen, ne? Ah, ich hab einen Dachbodenschlüssel gefunden, ne, by the way. Ach, echt? Ja, ich hab einen Dachbodenschlüssel, ja. Also Dachboden erstmal? Ja, also oben war irgendwo ein Fuß. Du musst unbedingt aufpassen wegen, boah, Alter, wegen hier Dings. Fallen am Boden, ja. Ja. Mir fiel's gerade nicht ein. Okay, da vorne geht's zum Dachboden. Okay, er ist hier oben. Er kommt die Treppe hoch, lauf. Wie schnell ist der? Sehr schnell. Oh mein Gott. Okay, ich bin aufgefangen. Oh, das sind... Ich bin auf dem Dachboden, ist offen oben. Achtung, Vorsicht, das ist eine Bärenfalle. Aber dir geht's gut? Ja. Ich hab gedodged. Okay, sehr gut. Ich hab halt Ultra-Dodging-Skills. Was ist jetzt hier oben auf dem Dachboden? Ich meine, der Schlüssel muss ja auch für irgendwas super wichtig sein. Oh mein Gott, der ist hier oben. Oh nein, ich bin tot. Ich habe ein Medikit extra für dich dabei. Aber ich sehe dich gerade nicht. Wo liegst denn du? Oben auf dem Dachboden? Ja, ich bin tot, alles gut.
Ich sehe deine. Er kommt zu dir, lauf. Ja. Alter, Mann, ey, holy fuck. Oh, geil, ich hab eine Hand gefunden. Toll. Oh. Ah, zum Glück hast du ja mich hier, so einen alten Horror-Profi, ne? Ja, ich carry natürlich. Dich da schon durch. Ich carry du alter dich da Hase. Schon durch. Ja. Also hier oben war eigentlich jetzt nur ein Bein. Ich meine eine Hand. Aber das ist ja schon mal. Ist schon wieder da. Ich bin weg. Einfach die Türen hinter sich zuschlagen, das ist super wichtig. Ja, das hilft, ne? Das hilft wirklich. Oh nein. Bist du wieder durch die Falle? Ich bin, meine Psyche ist auf null. Ich fantasiere richtig. Oh, hier vorne ist wieder Frau Sterzig. Boah, ich bin auf einem ganz, ganz bösen Trip. Ich brauche unbedingt Pillen. Hier sind Pillen. Ich habe Pillen gefunden. Okay, sehr mir schön. Ist wieder gut. God bless. Dabei Verstand. Das heißt, man kriegt den übelsten Trip? Ja, man wird richtig gelähmt. Er ist hinter mir. Also muss auf jeden Fall rennen. Ich habe den Torso. Und Türen zuschlagen, das ist, glaube ich, der große Trick. Ich hab den Torso. Ja, nice. Jetzt fehlt eigentlich noch der Fuß, dann hätten wir alles. Der war irgendwo oben. Fuß? Wir haben noch einen Fuß. Oder bauen wir ein zweites Bein? Nein. Wir haben ein zweites Bein. Nur ein einzelner Fuß. Kein Ach Bein, so, okay. Da war kein Bein dran. Das war nur Fuß. Okay. Ja, ich hab einen Torso. Verflucht! Der lässt mich nicht in Ruhe, der Kollege hier. Na, der hat richtig Bock. Ja, treffen wir uns unten. Ich hab auch was. Ich hab einen Arm mit Hand. Okay, ich versuche runter zu gehen. Ich bin jetzt draußen, ich gehe draußen rum und. Ey, hier draußen verlierst du auch Sanity. Okay, ich gehe bei 40. Bye, bye. Puh. Ja, macht doch Spaß, oder nicht? Das ist schon nicht so schlecht, das Spiel. Schon solide. Ja, solide. Also, das. Leute, ihr müsst dazu wissen, das hat jetzt 3 Euro gekostet. Ja, irgend sowas. Das also kostet normalerweise sehr, sehr billig. Also. Ach, guck mal hier. Wir grinden die und kriegen dann Runen auf dem Tisch. Ah. Deswegen Runen. Ja, aber das ist dann eine wirklich sehr vage Bezeichnung. Ja, aber ein riesiger Meat Grinder, ne? Er ist draußen. Kies, er ist, ich sag dir, wie es ist. Er ist draußen. Er verfolgt mich. Er ist draußen. Okay, aber jetzt müssen wir die Girls damit befreien. Mit den Runen. Ja. Oh, true, ja. You're right. Ja, aber wir müssen halt immer... Wow, er ist wirklich draußen jetzt! Ja, sag ich doch. Oh mein Gott, er kann einfach durch die Tür gehen, die war geschlossen. Er strotzt ja Physik. Boah, wenn der hinter dir herrennt, ne, du verlierst so... Ach, Mist, du verlierst so schnell Sanity, ist irre. Echt? Ja, ich bin schon wieder bei 1%, ja. Oh mein Gott, Kies. Gleich ich wieder. Ich bin gleich wieder Brei im Hirn. Oh, ich bin bei dir. Ich bin hinter dir. Ich habe hier so eine Rune in der Hand. Ich wollte jetzt eigentlich mal hochgehen und gucken, ob ich irgendeinem. Wo ist denn der Grinder? Hier. Wo? Hier, wo ich bin, ist der Eingang zum Grinder. Oh Mann, wo bist du? Da hinten! Da, wo die Flashing Lights sind. Mein Gott. Ja, ich bin jetzt voll am Trippen. Guck, da liegen die Runen an dem Tisch, an dem Satanstisch. Alter. Und die okay, müssen ich jetzt hab halt so ein in P. die Käfige noch. Ich hab so ein halbes V irgendwie. Okay, was machen wir dann mit den. Mit den. Keine Ahnung. Open Cages. Müssen wir die vielleicht die Puppen ritualisieren? Wenn du Pillen siehst, ne? Brauche ich unbedingt. Mit G kannst du auch Sachen fallen lassen. Ja. Das denn? Klang, als hätte er die Bärenfalle aufgespannt. Das kann sein. Übel hier unnötig. Hier sind nur Medikits, aber das ist so böse, wenn du keine Sanity mehr hast. Das ist richtig übel. Okay. Ich. Du hast halt richtig laut irgendwie. Hier haben wir ein Dreieck. Und, na, hab ich nicht. Haben wir noch gar nicht. Das ist der Fuß dann. Mhm. Ich kann mich kaum bewegen. Ich brauch Pillen. Kies. Ich brauche ganz dringend meine Pillen. Kies. Du weißt, in meinem Alter. Wir haben gesagt, in. Oh Mann. Und jetzt stirbst du. Nee, nicht hin.
Ich kann nicht rennen, ne? Ich steck mich einfach dahin. Okay, wir bleiben einfach hier. Dass deine Sanity nicht so schnell abbaut wie meine. Weil ich einfach viel schlimmere Dinge gesehen habe. Natürlich. Living Room Key. Ich wette, da ist irgendwas drin, was wir noch brauchen. Ja, safe. Also muss ja irgendwas Wichtiges drin sein. Aber hier ist wieder so ein Ding, ne? Pass auf. Oh. Ja, die ist jetzt weg. Der muss sie nur aufspannen anscheinend. Erinnert mich so ein bisschen an den Trapper aus Dead by Daylight. Mhm. Okay, lass nach oben, oder? Yep. Wir haben doch so viele Gören gehört, aber irgendwie den Käfig nicht gesehen. Pillen. Ich brauch so dringend Pillen. Ja, es gibt sehr viele Medkits, wo ich nicht genau weiß, was deren Funktion ist. Wenn ich down bin, brauchst du ein Medkit, um mich wieder aufzuheben. Ah. Der Fuß! Hier ist der Fuß! Nimm ihn! Ich bin... Na, okay, kann ich. Warte, hier ist noch ein Medkit. Pillen! Gib dem Mann doch Pillen! Sind auf dem Dachboden Pillen? Ich... Keine Ahnung. Ja, ich war noch nicht auf dem Dachboden oder im Dachboden. Ich suche einen Schlüssel. Living Room, ne? Ja. Aber ist nicht so einfach. Wenn wir mal so ein Püppchen finden. Oh, hier, Pillen. Wo? Auf dem, ja. Ich komm. Ich bin jetzt super langsam, weil mein Gehirn halt verwest. Ja. Ja, endlich habe ich 5 Minuten wieder klaren Verstand. Schön. Sehr schön. Na, da muss man wahrscheinlich mit dem... Hier ist wieder Benzin noch. Ja, das brauchst du bestimmt fürs Ritual. Du musst wahrscheinlich die Girls dann verbrennen da. Diese komischen... Die Girls. 3 Gesichter-Mädchen. Hier liegt eine Bärenfalle. Was hast du für einen Dings? So ein halbes V irgendwie, so ein Haken. Ja, okay, ich hab dein Kind gefunden. Ich hab hier so ein R. Wo bist du? Ja, das R hab ich. Na dann. Ich bin erste Etage beim Dachboden. Bei der Dachbodentreppe. Bei der Dachbodentreppe. Jetzt bin ich bei. Ah, hier ist eine Dachbodentreppe. Aber irgendwie bist nicht du hier. Hä, wo bist denn du hin? Ich bin, weißt du noch, wo es war, wo wir den Fuß gefunden haben? Scheiße. Oh ja, bleib mal da drin. Ich hab den gerade angelockt. Ich sehe nur dein Gesicht. Mach mal aus. Warte. Psst, hey. Yo. Wo ist dein Kind? Also, deins ist da hinten. Aber meins ist irgendwo da auf deiner Seite. Okay, ich führe dich hin. Okay. Ich höre den. Ich habe Angst. Ich habe richtig Angst, weil wir jetzt schon so weit sind, weißt du? Oh, er ist oben an der Treppe, Mach die Tür zu. Ja, weg hier. Boah, wie schnell ich aber auch Sanity verliere. Der hat mir direkt irgendwie 14 Sanity abgezogen. Achtung, Bärenfalle! Nicht so, nicht... Hier ist noch ein Medikit. Es gibt so viele Medikits. Ich brauche noch nur Pillen. Okay, wo ist das Kind? Warte. Du wirst es nie wiedersehen. In einer Zeit, in der die Menschheit packt. Okay, da ist der komm mit. Weg zum Dachboden. Vorsicht vor Bärenfallen, ne? Und Klingel. Och, sterzig. Nicht schlimm. Hier drin. Bam. Du bist frei. Ich hab's. Wie, du hast das Kind gefangen? Ich hab das Kind. Oh no!
Ich bin tot. Ja, warte. Ich bin mit dem Kind abgehauen. Rette meinen Sohn. Du hast aber auch ein Medikit, ne? Weil du brauchst ein Medikit, um mich zu retten. Ja, ich hab eins. Aber ich hab ein bisschen Angst, dass ich gleich dem Typen erstmal wieder in die Arme laufe. Kies, ganz ruhig. Oh wow, wenn man tot ist, sieht man irgendwie Medikits oder was sieht man da? Ja, ich glaube Medikits. Ich kann aber leider keine Tür öffnen. Sterzig. Komm her, Schnucki. Sterzig, bist du es? Auf hier. Gib mir die Salbe, Sterzig. Oh, man hat wieder 100 Gesundheit. Hier, pass auf. Nimm hin. Die kleine Svetlana. Hier hast du ihr Fuß. Ich hab das hier. Warte, ich hab. Oh, nein! Fuck. Weg hier. Wie du mit dem Kind rumläufst, Junge, ist der Hammer. Kleine Svetlana, ich muss sie retten. Warte mal, dein Kind war irgendwo hier in der Nähe. Achtung, Bärenfalle. Irgendwo hier. In der Nähe. Okay, ich würde erstmal nach unten vielleicht, oder? Ich suche jetzt noch. Ich habe ja deine Rune. Ja, true. Ja, ich mach den Fuß erstmal weg. Ja, und ich würde sagen, Fuß da weg. Ich würde sagen, wenn wir die Chance haben, sollten wir auch die Kanister schon mal irgendwo sammeln. Ich habe die gehört. Okay. Oh, da liegen noch mal Pillen rum. So, ich habe jetzt zwei Mädels. Oh, ich habe keine Sanity mehr. Ja, das ist richtig ätzend. Da oben waren noch Pillen, ätzend. Aber dich da jetzt hinzuführen. Nee, ich geh mal nach draußen. Ja, aber das hilft nichts. Frische Luft hilft nicht gegen Wahnsinn. Echt nicht. Wo muss ich denn mit den Kindern hin? Ich glaube draußen an diesen Ritualstein. Jo, da bin ich sogar. Mich hier irgendwo festbinden. Toll, jetzt habe ich einen Anfall. Yo! Da liegt jetzt ein Kind auf dem Stein. Was mache ich denn jetzt mit dem? Wahrscheinlich braucht man jetzt die Kanister. Und anzünden, oder was? Komm mal hier rechts rum. Hast du einen Kanister? Ja, unten im Keller habe ich einen. Boah, soll ich das wirklich anzünden? Es ist schon ein bisschen falsch, oder? Nein, das ist völlig in Ordnung. Wieder mit dem Kind rumläufst, Alter. Oh, ist das nervig. Warum gibt's das? Warum gibt's Sanity in dem Spiel? Keine Ahnung. Damit's... Ah, hier, Benzin. Warte mal, ich schnapp dir mal hier das Kind. Ich hab dann schon mal die nächste Runde, weil ich weiß, wo die Dreiecksgöre ist. Ah. Ja, Pillen sind halt nur noch oben. Das Einzige, was ginge, wäre, wenn du stirbst, könnte ich dich wiederbeleben. Ah, true. Dann ist es wieder 100%. Ja, ich bringe jetzt erstmal ein Kind und einen Kanister mit. Yo, ich hab... Alter, oh mein Gott. Der burnt das ist wirklich komplett weg. Sieht aus wie bei dir damals im Park. Explodiert. Das ist einfach weg explodiert. Also, Kinder explodiert. Wow! War mal sterzig. Mag das nicht. Die findet das gar nicht gut. Ich verbrenne noch eins. Ich glaube, der wird jetzt richtig aggro, ne? Oh mein Gott, der rennt jetzt hier richtig... Für was ist das Kreuz denn? Kann man ihn damit abwehren? Ach du Heilige. Ich habe das nächste Kind. Aber der ist richtig am Rad. Also. Ja, ich habe auch keinen Plan gerade. Wozu sind die Kreuze? Was kann man mit den Kreuzen machen? Den abwehren, das ist irgendein Abwehrding. Alter, der rennt durchs Haus. Der fetzt da durch. Der ist richtig. Drückt er sich auch mal wieder? Das ist so ein bisschen wie Devourer, ne? Ja, ich würde sagen, ich lasse mich jetzt mal töten, weil ich bin gerade so nutzlos. Ich habe aber kein Medikit. Lass mich erst ans Wenden. Ich habe ein Kreuz. Okay, er ist irgendwie an der Treppe. In der Main Hall. Aber Moment, ich muss erstmal was zum Heilen finden. Ich habe noch kein Medikit. Hast du ein Medikit?
Ich hab gar nichts. Ich hab grad eine Puppe verbrannt, hab gar nichts mehr im Inventar. Ey, wir müssen in den Living Room. Ja, da ist halt irgendwas, oder? Oh nein, ich hab aus Versehen ihn getriggert. Ja, der wird 100% irgendwas sein, sonst hat er das Ding ja nicht dahin. War im Keller noch ein Medipack? Ich hab keins gesehen. Ich suche gerade das Erdgeschoss ab nach Stuff. Aber... Ich bin schon wieder auch bei 35, was meine geistige Gesundheit angeht. Ich baue rapide ab. Ja, wie kommen wir in den Living Room? Waren welche. Irgendwo ist ein Schlüssel, vielleicht auf dem Dachboden oder so. Hast du denn da nochmal geguckt? Nee. Boah, jetzt habe ich wieder hier Taschenlampenstörung. Okay, ich versuche da mal hinzugehen. Ich habe ein Medikit. Okay. Ich gehe jetzt mal Richtung... Moin. Ja, hier ist der Dachboden. Vorsicht, Bärenfalle, direkt vom Dach. Kann man springen, wenn man... Ich habe keine Ahnung. Ich gehe da mal rein jetzt. Ja. Bist du tot? Nee. Ich habe Benzin gefunden. Also ich kann auch wieder das... Ein Kit ist unten. Das kann ich direkt wegburnen. Ich check jetzt oben ab. Im Moment ist er eh gerade weg. Ja, ich check jetzt oben nach Schlüsseln. Oh, Sanity Pillen. Boah, er ist bei mir. Oh. Nein! Alles gut? Ja, geht so. Meine Sanity ist halt auch total am Abrauschen jetzt. Na, geil. Ich hab nur noch 3%, ich bin also auch gleich so gut wie weg. Aber ich gehe noch raus und verbrenne... Das ein Vieh. Kind. Ja, ja. Okay, ich hab nochmal Sanity-Pillen für dich. Oh, ich hab einen Schlüssel. Living Room. Living Room. Geil. Sehr schön, sehr schön. Das ist, glaube ich, fast der letzte, den wir brauchen. Ich bin nur noch zum Ritualklotz, aber ich bin bei 1%, gleich ist meine Sanity gone. So, jetzt bin ich im Sterzig-Modus. Okay. Aber ich verbrenne jetzt die Puppe, das heißt, der wird gleich richtig mad, ne? Kannst du rauskommen? Ja, ich bin auf dem Weg. Komm mal zum Ritualstein. Da warte ich jetzt noch mit dem Verbrennen. Sekunde, ich muss erstmal gerade flüchten. Okay, ich bin im Erdgeschoss, ich komme raus. Oh! Oh mein Gott, okay. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Ich renne einfach mal gut. Naja, einfach außen rum. Ach, scheiße, ich glaube, ich hätte links sollen. Naja. Egal, irgendwann kommst du ja an. Hier, ich sehe schon. Ich habe oben im Dachboden habe ich noch einmal Benzin gefunden. Hast du es dabei? Ja. Schmeiß es hier vor. Hier. Boah. Danke, Mann. Ja, das hat er gehasst. Massenmörder hassen diesen Dreck, ne? Ist eigentlich hier noch irgendwas drin? Nee, ich glaube, hier war nur der Basement-Schlüssel. Ja, jetzt können wir Living Room erforschen. Ja, würde ich auch direkt machen. Wir müssen halt noch mehr Runen holen. Ja, aber was kann denn dann? Oh mein Gott, ich höre ihn. Hier ist ein Medikit. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Ist er hinter mir? Ja! Boah, renn! Überlebe! Nee, ist schon zu spät. Du bist schon wieder tot? Ja, ich weiß nicht, wo er herkam. Und ich weiß auch nicht, wie er getriggert hat. Also ich sehe noch ein Medkit im Erdgeschoss. Ich hab eins dabei. Ein Medkit, ja, zwei Medkits. Er ist direkt hinter dir. Wirklich? Nein! Ich hab gedacht, schaff's doch! Nein! Kannst du dich vielleicht selber holen? Kannst du dich selber holen?
Warte, ich hab... Da ist das Medkit, vielleicht. Kann sein, ne? Ich glaube, Türen kann man öffnen. Ne, ich kann mich nicht selber holen. Ne. Oh. Fuck. Ich will das Ende sehen. Ich will's wissen. Boah, Alter. Ja, ciao, mich hat zerrissen. Ja, mich wurde in den... Scheiße. Willst du nochmal? Ich würde schon gerne wissen, wie es ausgeht. Ey, wir können gerne für dich nochmal. Alright, Runde 2. Jetzt sind wir Profis, wir wissen... Jetzt wissen wir, was abgeht. Was so Sache ist, ne? Aber die Kreuze wissen wir noch nicht. Das muss doch irgendwas helfen. Also ich muss sagen, ich meine mich zu erinnert zu haben, dass einmal der Typ mich angegriffen hat und ich mein Kreuz draußen hatte und das so langsam abgefackelt ist. Also ich glaube, wir können ihn damit ein bisschen hemmen. Das muss so sein. Umsonst gibt's die ja nicht. Also der mag Kreuze nicht. Im Namen Jesus, weiche, du Geburt. So, also ich bin mal gespannt, ob die Schlüssel immer an derselben Stelle sind. Ja, so, true. Ich hab den Basement Key. Der war zumindest schon mal an derselben Stelle. Ja. Dann haben wir als nächstes den Victim Key gefunden. Ich würde sagen, wir tragen alles an Benzin schon mal zumindest an so leicht. Ja. Leicht erkennliche Stellen. Dass man alles an Benzin schon mal hinlegt. Was zum. Ja, okay, jetzt hab ich's auch an derselben Stelle. Ich hab's aber schon ein bisschen erwartet, muss ich sagen. Okay. Aber der wird dann halt immer aggressiver, ne? Wie es halt eben so ist. Okay, hier unten ist jetzt aber nichts, ne? Außer das Bein. Selbst das Bein ist aber nicht hier. War da eigentlich ein Schlüssel? War das schon immer zugenagelt? Weiß ich nicht. Ist vielleicht doch alles random. Aber das Bein ist auch nicht mehr da. Da lag ja das Bein. Random. Das finde ich aber gut. Das bietet jetzt für mich einen Mehrspielwert. Jetzt ist es halt nochmal, die Karten wurden neu gemischt. Ja. Storeroom. Okay, guck mal, hier ist ein Fuß. Den nehme ich mit. Den kannst du eigentlich runter in den Keller legen, oder? Ich weiß nicht. Noch ein Schlüssel. Main Door. Kannst du auch schon mal aufschließen. Laundry Key. Ich habe ein Bein gefunden. Nehme ich mal mit. Ja, ich gehe schon mal nach unten, bring den Fuß weg. Und ich habe ein Brecheisen gefunden. Hier ist jetzt ein Püppchen. Ja, es ist alles wirklich random. Okay. Der Käfig ist auch völlig woanders. Medkit. Kannst du dich hier extrem gut orientieren? Es geht. Wir brauchen auch den Execution Room Key, damit wir überhaupt die Sachen. Und den Laundry Key. Naja, wir brauchen. Wo war der denn nochmal? Vielleicht oben. Aber ich geh jetzt auch mal in den Keller und. Wo muss man execution-mäßig rein? Hier. Warte. Hier. Und dann habe ich den Fuß hier vor die Tür gelegt. Ja, guck mal hier, zack. Hier war doch irgendwo eine Tür mit Brechstange. Weil ich habe ein Brecheisen hier. Hier vorne. Da, hab sie, hier drüben. Vielleicht ist da ja irgendwas Wichtiges drin. Kreuz. Nee. An der anderen Seite versperrt. Wahrscheinlich nur Gänge, um besser zu entkommen. Ja, denke mal. Laundry habe ich nicht. Aber haben wir eben den Laundry Key auch gebraucht? Ja, ne? Wahrscheinlich schon. Ich weiß es gar nicht. An den erinnere ich mich zum Beispiel halt gar nicht. Ich auch nicht. Ah. Oh Gott, ja, hier ein ist auch eine Göre. Ja, es kann sein, weil es gibt auch so viele Kreuze. Ich kann mir vorstellen, dass wir mit dem, wenn man das Kreuz in der Hand hat, dass das den Dude nochmal abwehrt. Wahrscheinlich, es muss, sonst wären die ja total useless. Hier, Benzin, nehme ich mal mit. Ja, auch unten hinpacken. Ja, oder halt von Stein, direkt vom Ritualstein, ne? Ja, oder da. Kitchen Key hatten wir doch. Jetzt ist die Küche hier offen, habe ich einen eingesammelt. Nö. Hier, find the Kid Rooms Key. Kenne ich auch hatten noch nicht. Hatten wir. Oh, ich habe den Torso. Ich habe nochmal Pillen. Pillen auf dem Balkon. Noch ein Medkit. Aha, eine Brechstange.
Ja, aber diesmal sind auch gar nicht so viele Räume mit Brechstangenbretter. Moin. Doch, hier zum Beispiel. Pillen. So, Schlafzimmer ist auf. Oh, oh, wow, der ist schon da. Meine Fresse. Oh mein Gott, der rennt auch richtig Speedy Gonzales-mäßig hier durch. Ich ja, hab der Schlüssel hat gefunden. Nö, der findet nur Schlüssel. Ich bin der Schlüsselmann. Schau dir meine Schlüssel an. Ah. Ich bin im Keller unten. Ja, wir brauchen unbedingt Zugang zum Grinder. Ja, den schönen Execution Room Key. Haben wir den Dingsschlüssel, den diesen nochmal Pillen. Ich habe jetzt, wir haben jetzt schon drei Leichenteile unten. Das ist gut. Also es wird langsam. Wir bauen uns unseren kleinen. Ich habe halt noch nicht einen Schlüssel. Du hast halt alle. Irgendwie schon, ne? Ich hab Storeroom, Execution Room Key. Nice, dann kannst du schon mal runter. Irgendwo hatte ich die First Floor Tür, aber ich find sie nicht mehr. Irgendwo hatte ich die. Keine Ahnung, wo die ist. Scheiße. Ich höre ihn. Ja, ich habe ihn leider getriggert. Ich glaube, noch ist er nicht so schnell. Und wenn, dann teste direkt das Kreuz. Was war das? Ich habe den Execution Room geöffnet. Ich glaube, jetzt wird er richtig böse. Ja, das wäre ich aber auch, muss ich sagen. Wenn jemand meine privaten Geheimnisse entdeckt. Oben vom Balkon, weil ich war schon bei 50. Okay. Ich frage mich, ob wir einen Schlüssel brauchen für den Dachboden. Ja. Wie gesagt, eben konnte ich in die Küche rein und brauchte keinen. Ach so, true. Ja, muss man hochgehen. Ich mach gerade Kellerdinge. Oh, Kids Room Key, nee. Nee, hab ich doch nicht. Dachboden. Ich habe jetzt auch noch nicht so viele. Nö, kannst du hin. Was? Oh lol. Oben ja, ist das auch aber, finde ich aber mega cool irgendwie. Und Benzin. Alter, hier oben ist so ein ganz komischer satanistischer Raum jetzt. Der war doch davor noch nicht da. Berühre nicht meine Babys. WTF? So. Uns fehlt jetzt nur noch eine Sache. Nee. Zwei. Ja, zwei. Oh Gott, was war das? Oh mein Gott. Alter, leck mich am Ärmel. Ich bin irgendwie in so einem Satanszimmer. Okay, und? Ja, deine Mom. Ah, meine Mom. Nee, verstehe. Strickt hier oben. Ja, verstehe ich. Hodenwärmer. Boah, jetzt brauche ich schon wieder Pillen. Die hat mich richtig abgenuckelt. Ich habe auch nur noch 43%. Laundry Room. Der war unten im Erdgeschoss. Ich bin bei 10%. Also ich habe eben gerade richtig so den Todesstoß bekommen. Scheiße. Boah, warte mal. Hier ist noch ein Raum, den ich aufstemmen kann mit Brechstange. Ja, Laundry Room war halt unten. Da musst du aufmachen auch leider. Ja, ich komm. Ich hab nur gerade noch die Tür aufgestemmt. Nehm mal ein Medikit mit. Oh, hier sind Pillen. Nice. Na gut. Hau ich mir die rein. Ah, ein Kind. Ah, siehe da, ein Kind. Wo war denn der Laundry Room? Komm mit, Hallo. Zeig ihn dir. Der war. Hier. Yes.
Medkit. Was war's? War jetzt nur Medkit drin? Wow. Ist ja ultra bad. Oh shit, da kommt jemand. Ups, hier kommt ihr durch? Ja, ja. Oh, das... nicht umdrehen! Oh Mann, was ist denn jetzt los? Mutti. Mutti will Wäsche waschen gehen. Ja gut, wo waren wir denn jetzt noch nicht? Kids Room halt, ne? Dachboden? Warst du Dachboden? Ja. Ja, war ich. Shit. Achtung, jetzt eine Bärenfalle. Wo ist er denn? Ich bin draußen. Ich habe auch einen Benzinkanister dabei. Ich habe einen Schlüssel. Kids Room. Der war oben. Erster Stock. Kids Room Key. Und eine Notiz. Ich suche gerade den Ritualplatz. Irgendwie. Boah, Bärenfalle. Irgendwie finde ich ihn gerade nicht. Nee, nee. Ah, aber jetzt durch so ein Bimmelding. Das macht doch nichts. Ja, doch, es zieht auch Sanity ab. So, jetzt haben wir schon zwei Sprit, haben wir jetzt schon hier rumliegen. Am Ritualplatz. Oh nein! Boah, jetzt bei mir. Ich werde sterben am Ritualplatz. Nein, einfach weglaufen. Ich hab. Hab ich ein Medkit? Ich weiß gar nicht. Ich hab eins hier hingeworfen. Okay. Nee, der zieht mir so viel Damage ab. Irgendwann hat er dich. Oh, ich lieg direkt vorm Ritualplatz. Ist er da irgendwo? Ja, er stampft jetzt gerade da rein. Och Mann, das kann doch jetzt nicht sein. Renn weg, renn weg, renn weg. Was ist das für ein Geräusch? Ich höre irgendwie eine Frau auf einmal stöhnen. Ach, das bin ich anscheinend, ha? Huh? Bist du am Leben? Noch. Ach, ich lieg hier rum. Ja, was sagt dein Sanity? Kurz. 40. Diese scheiß Fallen auch, Alter, wirklich. Ja, richtig. Kotzt mich an. Okay. Welcome back. Ich lasse das Medkit mal hier liegen, so als Notfallding. Da weißt du dann, dass okay. Hier meins liegt. Alter, meine Fresse. Ich geh nochmal Dachboden. Oh nein, er ist oben, erster Stock. Eigentlich könnte ich ja auch jetzt schon Mädels befreien, ne? Ja, also eigentlich ja, aber... Hast du einen Storeroom Key, Second Floor? Wahrscheinlich nicht. Ne? Ja, ja. Ja, ja, okay. Das ist hast direkt du, ich weiß ja nicht, wo die Tür ist. Die ist, ja. Ich bin oben. Ich stehe direkt vor. Hier ist Kids Room, hast du den nicht? Ja, den hab ich. Okay, du stehst direkt davor. Ja, aber er ist da oben auch irgendwo, ich habe Angst. Ah! Was denn? Nutze das Kreuz. Alles gut. Okay. Ich hab ein Kreuz jetzt dabei. Boah, Junge. Wo bist du? Hab den Typen angelockt. Da bin ich. Und hab Benzin gefunden. Nice. Oh, hier sind jetzt zwei Benzin. Zwei Benzin auf einem Alter, Balkon. Oh nein, ist bei mir. Ist bei mir, aber ich glaube, ich bin ihn los. Oh, er ist wieder da. Oh, was? Alter, er hat mich. Er hat sich direkt an mich rangezogen. Okay, fuck. Soll ich runterkommen? Ich habe halt kein Medkit.
bei dir eine 1? Ja, bei mir ist ein Medkit direkt. Direkt? Ja, direkt. Ich bin, wenn du hochkommst zu mir, aber warte, er ist hier oben unterwegs. Warte, ja. Ich liege direkt bei einem Medkit. Boah, unangenehm. So. Hier ist auch der Kids Room. Oder war es jetzt schon drin? Achtung, nee, noch nicht. Wo? Irgendwo hier ist der Kids Room. Ich glaube, da vorne, das Ding ist schon der Kids Room. Das hier, ja. Ja, guck mal, das Kreuz. Na, ich habe ihn leider wieder getriggert. Wo? Das Kreuz hilft, ich habe ihn gestunt. Ja, da wo ich eben stand, da bei der Kids Room. Bist du drin? Nee, noch nicht. Ich bin oben auf dem Dachboden. Er ist bei mir. Kannst unten alles absuchen. Okay. Ich glaube, ich habe eben auch Sanity zurückbekommen, als ich das Kreuz verwendet habe. Ich habe jetzt im Kids Room nichts weiter gefunden. Dann müssen wir mal in den Wäscheraum. Ich habe zweimal Sprit auch noch. Wo ist denn der Wäscheraum? Der Laundry Room, oder nicht? Ja. Nee, nicht der Wäscheraum, der Storage. Ah. Ach so. Der Second Storage Room, wo bist du? Ich glaube, ich habe ihn aufgemacht, oder? Ist es der nicht? Ich weiß es nicht. Ich bin bei einer Treppe. Also Benzin haben wir auf jeden Fall mehr als genug. Es gibt mehr als 5 Benzin hier. Echt? Ja, das war hier der Storage. Na, da war Benzin drin. Ich habe 2, unten liegen 2, das sind schon 5. Oben auf dem Dachboden liegt noch 1. Und auf irgendeinem Balkon waren auch nochmal 2. Also wir haben jetzt alles an Benzin hier. Okay. Wir müssen jetzt eigentlich anfangen, noch die letzten 2 Körperteile zu finden. Wo auch immer die stecken, ne? Die letzten Kinder zu holen. Das könnte ich mal machen. Ich fange jetzt an, einfach mal ein paar Kids zu sammeln. Guck mal, die Runen. Boah, ich höre ihn. Oh nice, sind nochmal Pillen gewesen. Ja, so ein Kreuz hilft. Ja, das, also ansonsten wäre es auch ein bisschen weird gewesen, wenn es so gar nicht hilft. Oh nee, ich komme da gar nicht rein, weil du musst es erstmal hier unten alles aufschließen. Du musst auch mal runterkommen in den Executioner Room. Da sind noch einige Türen einfach zu. Echt? Yep. Oh damn. Haben wir denn alle Körperteile? Nee. Nee, uns fehlen ja auch noch 2 Körperteile. Hier liegen auch noch mal Pillen rum. Alter Scheiße, aber wo sind denn die Körperteile? Ich hab keine Ahnung. Müssen wir halt mal genau jetzt alles absuchen. Wir werden die schon finden. Ich habe jetzt mal 2 Runen dabei und guck mal, ob ich passenden Kits dafür finde. Ja. Letztes Mal lag auch hier unten im Keller ein Körperteil, also mal schauen. Hier ist... Haben wir so eine Hakenrune, also die so aussieht wie so ein V, so ein Haken? Ich habe hier unten noch 2-mal Pillen gefunden. Nochmal ein Kreuz. Wo waren denn überall Kids? Ja, das ist auch so ein Ding, das weiß ich jetzt nicht. Ist das ein Dachboden? Steak? War eins. Ich ein. Hier, ich hab 1. Bams. 1 Püppchen hab ich. Ah, ich bin in eine Falle getreten. Okay. Er ist irgendwo im Erdgeschoss auf jeden Fall jetzt. Ich höre ihn doch auch schon wieder hier rumlaufen, ey, ich kacke. Ich gehe jetzt hoch auf den Dachboden, weil da war auch noch eine. Mal gucken, was die braucht. Die oben braucht so ein... Er ist im Keller? Sieht aus wie so eine Musiknote. Er hat sich im Keller verpisst. Na, ist schon mal gut, dann kann ich hier im Dachboden mich mal in Ruhe umsehen.
Ja. Brecheisen. Pillen sind hier. Oh, ich hab den Kopf. Geil, sehr schön. Da muss ich jetzt aber eine Rune oben liegen lassen. Ich leg den Kopf. Oh, wo mach ich den am besten hin? Oder. Boah, der ist direkt bei mir. Boah, Junge. Also, der ist schon aktiv, ey. Ja, der ist schon richtig. Der Kopf liegt jetzt unten. Ich geh nochmal hoch auf den Dachboden. Irgendwo hat's gebimmelt. Warst du das? Hast du das ja, getriggert? Ja. Er jagt mich. Da fehlt noch ein Körperteil. Boah, Digga, es ist jedes Mal so eklig, wenn er einen jagt. Hier oben liegen sogar nochmal Sanity-Pillen auf dem Dachboden. Gefühlt haben wir jetzt mehr Sanity irgendwie, oder? Oder bilde ich mir das ein? Nee, wir haben jetzt schon einige. Gefühlt. Unten ist ja auch noch eine, direkt am... Oh, ich geh erstmal raus hier, meine Fresse. Dachboden hat auch noch ein Lady. So. Gut, hier ist schon mal nicht die Puppe, die wir suchen. Ich hab hier eine mit einer umgekehrten 7. Jo, die hab ich, die 7. Wo ist die? Ich bin hier an dem großen Treppenhaus. Oder an dem großen Main Hall Ding. Wo auch die Treppe nach oben ist. Haupteingang, basically. Also da, wo die Treppe zum Dachboden ist. Warte, ich komm. Ah! Ich bin am Ritual Ding erstmal kurz. Okay. Ich bin nämlich aus Versehen wieder getriggert. Eine Puppe liegt schon mal drauf. Geil. So, ich versuche jetzt irgendwie... Boah, hier sind auch Fallen, zu dir zu kommen. Na, schon wieder getriggert. Das gibt's nicht. Ich glaube, ich eben dein Licht gesehen. Ja, ich bin unten. Nein! Oh Gott, der kommt! Hi. Fertig, wo bist du? Hier, links, links, links rum. Dann hier drin. Nice. Oh, ja, ja. Kleine Dreckskind. Absi. Sehr schön. Kann ich mir eigentlich schon wieder Pillen reinjagen. Guck mal, hier ist der Kopf. Wo bist du? Ich bin schon weitergegangen. Ich suche auch gerade Kinder. Oh Mann, ey. Ja, für die Klicks halt, ne? Ah, was? Hab ich erwischt? Er kam out of nowhere irgendwie die Treppe hochgezogen. Ich lieg an der Treppe. Hast du ein Medikit? Ja, wo geht er hin? Runter, er ist runtergegangen. Kommt dir entgegen. Er hat dich durchs Geländer von oben hat er dich geholt. Ja, er hat mich einfach. Zack. Alter. Sind hier oben noch Kinder? Auf dem Dachboden ist noch eins. Aber ich hab die Rune dafür nicht. Kleines Dachboden. Ja, meine Sanity ist gone. Hier, komm zu mir. Gerade die Treppe runter. Treppe runter, Haupteingang raus. Da sind Pillen. Okay. Ja, Frau Sterzig hat mich durch die Wand erwischt. Ja, die ist schon echt fies unterwegs, ne? Wo? Da, direkt auf dem Tisch. Boah, Alter. Die ist schon fies unterwegs, wenn die dich mal angrapscht. Dann ist vorbei. Dann ist vorbei, klar. Dann bist du direkt in so einem Warnzustand. So, ich grinde mal den Kopf. Sehr schön. Lups. Oben auf dem Dachboden ist halt noch ein Kind. Die hat so... Sieht aus wie so eine... Wow. Das denn? Sieht aus wie so eine Musiknote. Ich hab oben, fällt mir gerade ein, irgendwo die eine Marke fallen gelassen. Das ist jetzt kacke. Ne, die musst du jetzt finden, ne? Das Gute ist, die Mädchen laufen ja nicht, ne? Die kannst du ja eigentlich irgendwo hinstellen. Ja, theoretisch. Die kannst du eigentlich auch draußen sammeln. Ja, die sind ja. Bevor der halt immer mehr Aggro wird, kann man ja. Ja, deswegen. Deswegen immer schön hier
Das Püppchen war unten in einem Keller. Nee, ne? Im Keller sind keine. Hier ist eine 6. Wo? Erdgeschoss. Hier. Hier drin. Rechts im Raum. Ich habe leider die Falle ausgelöst. Ich bin in eine Falle gelaufen. Jesus. Oh, Alter. Was hat er gerade gesagt? Hello, Trump Friend? Ja, irgend sowas. Hello, Trump Friend. Alright, ich bring sie direkt zum Ritualplatz. Da wird schon 3 Mädchen da rumstehen. Das Kreuz hilft wirklich. Was hast du jetzt für eine Rune noch gehabt? Ja, das ist jetzt die Frage. Haben wir den Torso haben wir runtergebracht. Kopf habe ich zerschreddert. Einer fehlt noch. Fuß haben wir gefunden. Ne? Was fehlt denn noch? Hand? Gibt's eine Hand? Eine Hand, ein Arm. Ja, so ein Arm mit einer Hand dran gibt's noch. Wo haben wir noch irgendwas nicht geöffnet? Ja, das fällt mir. Ich hab sie! Okay, ja, perfekt. Gerade irgendwie reingestolpert. Hab noch eine Falle ausgelöst, weil ich gedacht habe, es könnte ein bisschen Spaß machen. Mit einem kleinen Extra-Kick Adrenalin. Sehr schön. Jetzt muss ich nur noch einen Weg in den Keller finden. Boah, Alter. Ich hab meine Falle ausgelöst. Ey, ich auch die ganze Zeit. Also auch voll schwierig, die nicht auszulösen. Noch eine. Bei mir bimmelt's nur noch. So, ich zerhacke jetzt das letzte Teil, hab dann die letzte Rune. Nice. Dann draußen erstmal Kinder sammeln, oder? Bams, was ist es? Eine 1. War so ein einzelner Haken. Ich glaube, das war... Nee, das ist nicht auf dem Dachboden. Dann ist deine, die du hast, auf dem Dachboden. Die jetzt gerade, oder was? Nee, die andere. Ja, da ist die Frage, wo ich die fallen gelassen habe, ja. Vielleicht draußen. Vielleicht habe ich die draußen fallen gelassen. Der Haken war irgendwo unten. Ich such mal die Hakenpuppe. Oder war die oben? Mhm. War die denn? Die habe ich auf jeden Fall gesehen. Die habe ich sogar als erstes gesehen. Wo ich noch gefragt habe, haben wir sowas wie ein V oder ein Haken? Killer ist bei mir. Ah, ich habe die andere gefunden. Das ist das P. Dachboden auf jeden Fall, ja. Das ist Dachboden. Ja, das Kreuz wehrt den schon ganz gut ab. Doch, es funktioniert nicht schlecht. Er hat mich gerade nach draußen verfolgt, also er ist irgendwo im Erdgeschoss. Okay. Ja, im Moment kann ich eh nicht viel machen, weil ich keine einzige Rune habe. Ich muss die alle aufmachen. Okay, ich geh nach oben. Ja. Hinter mir. Da geht's zum Dachboden. Hier hoch. Warte, ich droppe hier auf der Treppe die andere Rune. Jo. Na, wo ist denn? Oh, ich bin in eine Falle reingetreten. Leck mich am Ärmel. Autsch. Na, wo ist denn das Kind? Auf dem Dachboden. Oh, ich bin noch eine Falle. Ja, ich bin tot. Da hat mir das Kreuz auch nicht weitergeholfen. Oh, bei mir ist das andere Mädel und ein Medkit, sehe ich irgendwie. Warte. Jetzt hol erstmal die Göre da oben. Hast du gefunden? Ja. Ich bin beim letzten Kind und bei einem Medkit. Also wenn du zu mir kommst, hier ist alles. Komme ich bei dir rein? Keine Ahnung. Irgendwie. Ich sehe Licht. Moin. Ja, hier ist das Medkit. Oh mein Gott, ey. Ja, da waren so viele Bärenfallen. Ich hoffe, uns fehlt ein Benzin draußen. Dachboden.
Hast noch Inventarplatz? Er ist draußen. Du kannst den Dach bohren. Ja, aber ich habe keinen Platz. Ach doch, okay. Obwohl, da muss ich mal Kreuz aufgeben. Da, ja, weil ich hol. Ja. Okay. Wie hier die Kinder draußen stehen, Digga. Schön stehen bleiben, Kinder. Ihr werdet gleich alle rituell verbrannt. Eins haben wir schon, ne? Nee, noch haben wir keins angezündet. Es liegt nur drauf. Ey, der rennt hier bei mir rum und jagt mich. Oh nein. Ich bin gerade dabei, das Dachboden Benzin zu holen. Oh nein, Mama Sterzig. Oh. Ich hab fast in ihre Arme geschlendert. Okay, aber du machst das, oder? Bis jetzt noch nicht. Ich finde das Benzin nicht. Doch, jetzt hab ich's. Sehr gut. Ich warte draußen. Ich komme. Da liegt eine Bärenfalle. Dude, ist das so creepy, wie die alle lachen hier. Ich hab nochmal Sanity-Pillen reingejagt. So, ich geh jetzt außen rum. Sicherer, weil hier sind so viele Fallen mittlerweile im Haus. Ja, ja. Wer will ein paar Kinder verbrennen? Ich bin schon hier, ich freue mich. Wir verbrennen sie nicht, wir erlösen sie. So. Ich will auch. Alles drauf. Das scheint der nicht zu mögen. Wie du das letzte Kind in der Hand hältst. Moment mal, fehlt aber eins, oder hast du noch eins? Leg auf! Ne, 4 von 5. Aber hier steht Perform Ritual 3 von 5. Es brennt! Schafft! Let's go! Samael Industrie, du exchidit! Redite ad Inferos! Ja, geil! Ja, und es gibt noch mehr Maps, oder? Ich glaube im Moment nur das. Nein, sie arbeiten dran. Das ist halt so ein bisschen wie bei Devour. Aber ich muss sagen, ganz ehrlich, ich habe Devour auch damals zum Release gespielt. Ich finde das hier besser. Ja, aber für 3 Euro, Alter. Das ist ja... Das ist schon nicht schlecht. Das ist schon nicht schlecht. Ist echt richtig solide. Auch, dass es von Runde zu Runde immer unterschiedlich ist und die Sachen woanders liegen und so, finde ich sehr geil. Außer halt wahrscheinlich der erste Schlüssel für den Keller. Aber der ist halt immer da, ja. Ich find's auch krass, dass du halt komplett andere Schlüssel findest, weil davor hatten wir den Kitchen und jetzt hatten wir irgendwie Kids Room und Second Floor und so. Was hatten wir in der ersten Runde gar nicht? Ja, ich finde das mega geil. War schon ein sehr gutes Spiel. Also wenn es da nochmal eine neue Map gibt, würde ich sagen, ne? Ja, safe. Gut, Leute, danke fürs Zusehen. Schaut bei Sterzig vorbei. Dort könnt ihr anderen Anderswelt abgedrehten Content finden, der euer Hirn verbrutzelt. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.